Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Dienstag, den 10. Januar, Fortsetzung im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums. Jesus hat sich beheimatet in Kapernaum am See, er hat die Herkunftsfamilie im engen Nazareth verlassen und geht jetzt ins Weite hinaus, um seinen Auftrag in die Hand zu nehmen und seine Sendung auszuführen. Und die führt ihn schon mal ganz sicher in die Synagoge. Die Synagoge ist einfach der Ort, wo wir Jesus erleben als einen regeltreuen und an Rituale gewöhnten und seine Zeit nach gesetzlichen Vorschriften ordnenden Juden. Das ist auch eine Seite an ihm. Aber damit hat es bei ihm nicht ein Bewenden, sondern er hat die Augen auf für das, was ihm im Gewohnten und Gewöhnlichen begegnet. Und davon hören wir heute. Sie kamen nach Kapernaum. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen: Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Von Jesus heißt es am Ende des Prologs des Johannesevangeliums: Mose hat uns das Gesetz gebracht, aber von Jesus Christus kamen Gnade und Wahrheit. Er, der Einzige, der selbst Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Und das würde ich neudeutsch nennen Authentizität. Jesus weiß, wovon er spricht. Und wenn man es mit der Sprache genau nimmt, kann man sagen, es gibt einen Unterschied zwischen über etwas reden und von etwas sprechen. Über etwas reden deutet eine Oberflächlichkeit an, drüber weggehen, nicht das Wesen dessen erfassen, worum es geht, Angelerntes wiedergeben. Und vielleicht war das die Erfahrung, die die Menschen damals mit den Schriftgelehrten machten und die Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, heute noch mit uns machen, dass wir über die Dinge nur reden. Und das andere: von etwas sprechen, das heißt, das, was Gegenstand meines Sprechens ist, ist nicht außer mir, weg von mir, mir unbekannt und unvertraut, sondern ich kann aus den Quellen in meinem eigenen Inneren schöpfen, wenn ich von etwas spreche. Und so spricht Jesus von Gott, nicht als über eine Vorstellung, die er sich gemacht hat, sondern eine Erfahrung von vor der Zeit. Denn von jeher ist er der, der am Herzen des Vaters ruht. Er spricht von Gott und die Menschen spüren das. Und das nennen sie, er hat Vollmacht. Und das andere, das Wort der Besessenheit ist ja ein unheimliches und es beschreibt eine Sache, mit der wir nichts zu tun haben möchten. Und da haben wir auch recht. Trotzdem ist es ein gutes Wort, weil es klar macht, dass der besessene Mensch mit dem, was ihn in Besitz genommen hat, nicht identisch ist. Man muss nicht den Menschen zerstören, um das Böse zu vertreiben. Und das tut Jesus auch nicht. Er zerbricht nicht den Menschen, im Gegenteil, er richtet sie auf. Hier verlässt den Besessenen der böse Geist mit lautem Geschrei und dann kann er wieder ganz er selber sein. Das Böse, das sich hier auch wirklich böse manifestiert und was von Jesus provoziert wird, das gehört nicht zu uns. Wir sind nicht identisch mit dem Bösen, das uns in Griff genommen hat vielleicht. Wenn wir uns gegen böse Menschen stellen oder über böse Menschen sprechen, dann müssen wir dessen auch inne sein, sonst könnten wir nämlich nicht für sie beten. Wir beten für den Menschen, der übrig bleibt und aufsteht, sich aufrichtet, wenn er vom Bösen befreit ist. Ja,
Das Wissen, das der Dämon hier hat, ist ein kaltes Wissen, ein Wissen ohne Glaube und ohne Vertrauen, ohne Liebe. Und auf solches Wissen legt Jesus keinen Wert. Er möchte nicht von denen gewusst werden, die ihn fürchten und hassen, sondern er möchte von denen erkannt werden, die ihn lieben. Und zu denen sollen wir rechnen. Gott segne und behüte sie alle.